Hi! Hi Christina, sorry, dass du jetzt nach hier laufen musst und dass wir das Video hier so professionell... Total professionell. Was packst du da jetzt aus? Was ist es? Bremsscheibe. Ja, ich habe was? Ich habe den Bohrer wieder reaktiviert, weil der Volvo, dem schicken wir jetzt mal eine kleine Pause. Ich weiß, ich wollte ihn eigentlich verkaufen, aber Fabio hat gesagt, der Bohrer, er hängt sehr an dem Bohrer. Und nicht, nee, ich habe gedacht, so, aber Spaß, ich fahre wieder den. Und jetzt hat er natürlich, also erstmal ist er gar nicht mehr angegangen, weil wie lange ist er gestanden? Waren das 4 Monate? Sowas, gell? 3-4 Monate? Ich habe gedacht, es waren 3-4 Wochen. Dann sagt der Markus, nee, nee, das war ja bevor den Urlaub ist. Ich dachte, ach Gott, ja, stimmt. Und Batterie leer. Der gute Volvo hat überbrückt. Ich habe nachts geladen, alles wieder top. Und dann kam die Motorkontrollleuchte. Das ewige Problem, was der Bohrer schon Jahre davor immer hatte, Lambda-Sonde war es. Habe ich für 32 Euro oder sowas repariert. Jetzt habe ich gedacht, weißt du was? Jetzt mache ich noch die Bremsen. Dann ist das Auto tippitoppi und fahre gerade weiter selber, weil der Bohrer rollt. Aber du fahrst schon nicht mehr, Christina. Weil wenn du fahrst, ist immer irgendwas an dem Auto. Wenn ich fahre, ist nichts. Na dann, ja? Alles gut. Herr Franco, ich habe noch eine Frage an Sie. Ja, bitte. Wo fahren wir denn jetzt gleich ja, hin? Ja, genau. Das ist ja auch Teil des Videos. Das ist ja das eigentliche Video. Wir treffen uns so hier, deswegen sind wir auch hier. Wir fahren heute. Wir fahren zum Heiko. Heiko nach Aachen. Heiko macht nämlich einen eigenen Saisonabschluss und hat uns eingeladen. Und hat gesagt, Alex, den willst du ganz schön die Kamera mitnehmen. Dann laufen wir mal wieder durch Heiko seine Halle und gucken mal, ob sich da irgendwas geändert hat oder nicht. Gell? Und die zwei hier, also die Frau hinter der Kamera und der Junge hier und die ganze Kollege, die gehen mit, weil der Heiko grillt, da gibt es was zum Essen. Gell? Vielleicht kriege ich auch noch eine Wurst ab oder so. Servus. Torsten. Hi, servus. Hi, hi. Ja. Schauen wir mal hier. Ich habe gesagt, immer ganz wichtig, wenn man Auto repariert, also selber als Laie, so wie wir Amateure hier. Kennt ihr das? Ihr fahrt das Auto auf die Bühne hoch, tut alles demontieren komplett und dann merkt ihr, dass die Teile falsch sind. Deswegen gucken wir jetzt kurz durch. Ich habe jetzt die zwei Fachmänner. Ja. Und jetzt kicken wir mal hier. Oh, hier ein bisschen. Unboxing hier. Oh, haben wir neue Steckerleiste. Echt? Hab ich gar nicht mitgekriegt. Wo hat er gepusht? Mit blauem Licht, Alter. Das ist blaues Licht. Und was macht es? Es leuchtet blau. Ich habe gepostet, da muss ich auch mal die WhatsApp-Gruppe durchlesen. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Bremsscheibe vorne und hinten habe ich gekauft, weißt du? Vorne und hinten. Ja, ich habe gedacht, komm, ich mache jetzt nicht lang rum. Der Markus hat gesagt, hinten werden sie auffällig. Ich habe gesagt, nee. Jetzt hat der Markus mir so ein schlechtes Gewissen gemacht, dass ich gesagt habe, okay, machen wir. Hast du nicht gehabt? Hä? Dann muss man nicht zweimal anfangen. Ich habe mir schon ein Tutorial angeguckt. Ich fange morgen allein an und nach dem Mittagessen okay, kommt der Torsten dazu. Wann fangst du schon an, Alex? Ja, um 6, 7 Uhr rum. Und dann hat er gerade mal Drähte abmontiert, wenn wir kommen. Naja, aber ich sage jetzt mal so als Uhrzeit, so 10 Uhr, denke ich mal, plus minus, werde ich da mal hier den Bohrer hochfahren. Ja? Servus, hi. Kommt da Frühstück. Können wir in der Halle frühstücken? Ich komme vielleicht zum Frühstück. Aber muss das Frühstück in der Halle? Ich hab Fabio und Christina sind noch dabei. Hätte morgen auch grillen können. Wir hätten morgen auch grillen können. Frühstück in der Halle wäre nicht schlecht. Frühstück in der Halle wäre auch nicht schlecht. Ich finde es nicht so gut. Der ganze Tag in der Halle wäre nicht schlecht. So, Freunde, gell? Nee. Nicht schlecht. Also gut, jetzt fahren wir zum Heiko. Ja. Du brauchst gar nicht gucken, der ist schon verkauft, gell? Der ist schon. Der Markus hat ihn sich gerade reserviert. So shit. War mal meiner. Heiko ist eine neue Errungenschaft. Er ist jetzt angekommen. Dann Heiko kralle ich mir, dass es noch hell ist, weil ich habe kein Licht dabei, gell? Und dann machen wir hier... Licht! Da gucken wir mal rein. Oh, das ist schon zwei Dürer, gell? Ja, genau das gleiche habe ich gehabt. Oh, der sieht cool aus. Aber blutet das Herz jetzt schon, oder? Heiko. Echt? Okay. Schwarz-rote Rückleuchte habe ich gehabt. Schwarze Seitenblinker. Schwarze Frontblinker. Dann abgeschossen. Dann hat er Abschluss. Ja. Hi! Go!
Jetzt, oh. Also ich fahre heim dann, so richtig? Ja. Jo. Ich habe ja heute auch gearbeitet, ja? Ich auch, ich habe heute Wäsche zusammengelegt, ich war einkaufen mit Fabio, Spiegelkappe kaputt gegangen am Bord. Also ihr wird alles durchgemacht, gell? Also. Ich bin Fahrrad gefahren, hab geschwitzt. Okay. Und jetzt hast du was verdient, ne? Was? Schokolade. Lecker. So, ja Heiko, jetzt bin ich genau ein Jahr danach wohl wieder hier, gell? Stimmt das? Ist schon ein Jahr her? Auf der Tag genau. Echt? Ja. Bubble nicht, echt? Ich bin auf dem Jahr genau wieder hier. Aber heute sind wir nicht beim Feines, gell? Das war nämlich schon, habe ich gestern von dir gehört. Genau, gestern. Das war nämlich also gestern für euch gestern. Schon zwei Wochen her wahrscheinlich. Und da habe ich eingeladen zum Grillen, gemütliches Zusammentreffen nochmal von allen Leuten, aber ohne Autos. Also die Autos, ja. Ein paar Autos sind zwar auch da, aber es geht heute eigentlich mehr um... Man muss ja irgendwie herkommen. Ja, bei dir hat sich ja auch einiges getan in der Halle, gell? Viel ist weg und viel ist neu. Also an Fahrzeugen umgebaut. Ja, sicher doch. Echt? Anni, der Wolf war ja schon da letztes Jahr, gell? Der war schon da, genau. Ah, ja. Den habe ich gefilmt. Ja, dann müssen wir ja noch mal eine kurze Halleführung machen, würde ich jetzt mal vorschlagen, oder? Können wir gerne machen, bevor es... weil du musst nachher grillen, gell? Ja. Dann machen wir das noch geschwind. Ja, Markus, da hinten, wir waren schon vorhin dahinter. Der Markus hat schon, dem sein Herz hat schon so ein bisschen gepocht hier. Der Jedi, ja. Ah, wenn er fertig ist, dann gefällt er, stimmt. Der fällt mir jetzt auch schon. Was wird mit dem passieren? Mit der... So wie er ist jetzt, hat man da neu gemacht. Ja? Für Ei selber? Ja. Also nicht zum Weiterverzicken? Nee. Also brauche jetzt die Leute nicht fragen, ey. Was kostet die Kiste hier? Ja, wenn, oder wenn der Preis stimmt. Wenn er fertig wäre. Naja, der tolle Heiko hier. Da wäre er aber schwach, wenn man den richtigen Preis anbietet. Also, Marco. Tausch gegen den Beige. Gegen deinen? Gegen den Beige. Nein! Nein! Nee, das würde ich jetzt nicht machen, weil da würdest du dir hinterher einen Arsch beißen. Genau, das meine ich ja. Das, ja? Ja. Weil der den Eiger mit der Petra kriegt. Aber für den, wenn es ein sehr guter Freund hast du mit Petra mit so einem Auto kennengelernt? Nein, wir haben den zusammen gekauft. Ja, noch schlimmer. Der 1995. Dann müsst ihr, komm, wir sagen es mal. Petra, wir haben gerade einen Deal gemacht. Der Beige Golf ist. Nee. Der ist weg. Nee. Der Jedi ist der neue? Nee. Echt nicht? Ich hab gedacht, da steht mehr. Emotion. Ja. Für ihn ist auf jeden Fall der Jedi. Schlagt sein Herz brutal dafür, aber ich bin. Doch eher einser, ja, echt? Absolut. Ui. Also, Eiko, wir können jetzt mit der Führung starten. Ich bin jetzt versorgt hier. Alles klar. Hm? Aber langsam trinke ich kalt. Heiko, grill mir heute nicht hier. Hier geht's hoch. Hier geht jeder gern hoch, gell, Heiko, oder? Da geht jeder gern hoch. Der Stauberlauf kommt jetzt mittlerweile. Büssel? Das ist der einzige Showplatz, wo auf zweiter Ebene ist. Markus Paradise? Sieht doch gerade aus wie bei den Ludolfs. Nee, ist ein bisschen aufgeräumter, gell? Ist das so wie jetzt mit Ludolf, gell? Genau. Hast du nicht mal gesagt, du wolltest nicht mehr so dealen? Ich hab doch schon weniger. Echt? Mir kommt's mehr vor. Wie... Ja, also mal, ey. Mal hier ganz unter uns. Wenn ihr hier zwei oder drei Golfteile braucht, Heiko könnt's haben, schreibt ihn an. Macht euch bestimmt einen guten Preis. Mit Derby 79 gibt es 79%. Aufschlag. Steuerfrei, ne? Also. Okay, machen wir Derby 5. Stickerbude. Brauchst du aber Assamtbund oder Gold? Kann man ins Publikum noch mal. Jetzt verkauft der Torsten dem Heiko die Sache. Das wäre wahnsinnig. Wo ist der Dings? Der DFB-Einkaufswagen? Die was ich mir in der Halle nicht gebrauchen. Was hier? Ja, hier. Du hast einen 3er Golf? Nein. Hast du einen 4er Golf? Bohrer? Bohrer, ich habe keinen 4er Golf. 4er Golf habe ich nichts da, oder? Nö. Ja, der 3er Golf. Ah, doch, Scheinwerfer. Wo? Ah, bauen wir um. 4er Front. Brauchst du einen Bohrer Front? Nee, da war ich hier noch 2er eigentlich. Ja, du bist ja Zweier, maximal Dreier. Schon eigentlich so. Zweier Strauße, so viel Ordnung habe ich. Ja. Hättest du noch einen Außenspiegel gehabt? Mit Derby 79 gibt es 5%. 79%. Nee, heute bin ich sogar richtig wünschen. Ich habe schon zwei Sachen verschenkt. Echt?
Heiko ist halt ein guter, gell? Der Duo eigentlich keiner sieht. Wenn Leder sitzt, so also ein Recaro ist nicht viel wert. Wenn du jetzt zum Beispiel so ein ABS für das 2er 16V siehst, das ist mal richtig Asche. Echt, haben die nicht so viel wert? Nee. Was kostet der Ausstattung? Wenn du die jetzt verkaufst, ohne Code Derby 79? Ja, ohne Code Derby 79, komplett fürs Cabrio. Guter Zustand mit Türpappe, mit Lautsprecher, allem drum und dran. 600, 700 Euro. Okay, und da muss man jetzt aber auch nichts machen, die kann ich jetzt noch verwenden. Ne? Ja. So, jetzt sagst du mal ein 16V Tacho, neue ECE. Das ist nämlich Garagengold. Ja. Das ist jetzt was wert für das dann? Ach, noch? Fast nicht. Was kostet sowas? 600, 700. Echt? Boah, la! In gutem Zustand. Da brauchen wir jetzt doch dann den Code. Da bin ich 70 dann bei sowas. Brauchst du das? Ich habe auch noch drin. Ja, aber bei mir im G60, der ist cool. Das ist die 12 Vorstellung. Das ist noch 90er. Das war noch Tuning, wa? Ja, jetzt mal gerade so mal als Resümee. Blechteile auch, Karosserieteile. Alles da. Ist auch da drin. Also kriegt man auch bei dir auch 2er, 3er viel. Mhm. Ja, dann sehe ich hier auch Kabelbäume. Einige, das sind von besonderen Motoren, oder? Das sind jetzt Türkabelbäume für elektrische Fensterheber und Zentralverriegelung am Dreiergang. Achso, nichts Motore? Nein, Motore da drin. Hast aber auch Kabelbäume da, ja. So V6 und Gesicht. Ja, ich Gott, jetzt sagt er, lasst uns jetzt wo rein, wo er sonst niemand reinlässt. Ja? Also hier. Hier ist ein Aufkommen. Was ist passiert? Tür zumachen. Und Tür zumachen. Mensch! Andale! Sorry, ich wollte die zwei allein lassen. Ach so. Nur für Männer hier ist Geldausgabe Gefahr. Das ist jetzt zum Beispiel auch Gold. Der Diffuser? Ja. Zweier? Ja, nee, Dreier Gold. Gibt es auch noch mehr? Motex. Sehr selten. Oh ja, Motex kenne ich. Okay. Sprichst du mal da für Dubo Rapid? Holo, Leute. Oh, kenne ich. Gesammelte Werke. Haben schon, das steht noch Polo drauf. Da steht Polo drauf. Teile, Blechteile und Scirocco 1. Ich stehe so warm, wenn du mal hier bloß. Und dort sind dann andere Räume. Dort sind noch andere Teile von meinem Cabrio. Gut, dass ich kein 2er oder 3er Golf habe. Jetzt wäre ich jetzt hier mein PayPal-Konto überlastet. Und dann, Heiko, das ist jetzt die Bühne, wo die ganzen Teile wegkommen und dann da hoch, gell? Richtig? Hier wird es geschlachtet. Nein. Ne? Wo machst du das? Oder kaufst du schon fertig? Ah, komm, dann gehen wir mal rum. Dann gehen wir mal rum hier. Komm, die Taschen geht's. Hast du einen Rollstuhl über der Taschen oder irgend so? Haben wir schon Vorgang mal so? Oder so ein Getränkewagen. Ah doch, das Ding hätte ich noch mal. Oder nee, der Motorkran geht auch. So, gehen wir mal hier rum, weil hier hat sich ja echt einiges getrennt, ja? Du hast dich ja von dem ein oder anderen Auto ja getrennt, ne? Ja. Also, aber ich sehe schon, die zwei Gölfe sind da. Oh, der ist schon auf Wintermodus da. Ja. Ist kaputt gegangen? Wasserbombe. Oh. Nicht schön. Der Thorsten kennt sich da aus, bei ihm ist zwar die Spritbombe gewesen, aber... Ja, die Spritbombe ist einfacher zu wechseln. Einfacher? Wasserbombe. Okay. Heiko, ich kann mich noch sehr gut erinnern von dem Jahr. Da stand der blaue, der von ihm da hier, ne? Hier stand ein BMW irgendwo da. Der ist mittlerweile fertig. Da stand ein 2er Golf, 1,8 Turbo oder was? Oder V6? V6, der blaue? Ja. Wo ist der? Der ist gerade beim Karosseriebauer. Aha, okay. Hier stand ein Auto, wo mir sehr gut gefallen hat. Der Sandra ihrer, gell, der 3er Variant Synchro. Also wenn ihr sehen wollt, was hier alles stand, geht gerade mal ein Jahr zurück. Ich habe da das Video hier gemacht. Da war das hier bullevoll mit ganz anderen Autos. Da war der Grüne nicht hier drin. Die zwei waren, glaube ich, hier gestanden noch. Das weiß ich noch. Der rote V6 dahinter. Der rote, der ist auch weg? Verkauft? Der steht draußen. Der steht draußen. Hast du noch? Also ein Kumpel von mir hat ihn jetzt. Aber du hast nicht mehr? Nee. Was ist, hast du Schulden bezahlen müssen oder warum hast du dich da so getrennt? Wenn sie sich totstehen, das ist... Okay. Ja, das finde ich gut, ja, das stimmt. Ich finde es viel besser, wenn jemand anderes Spaß dran hat und die Kiste bewegt. So sehe ich das weil, auch. Warum soll ich sie hier rumstellen? Ich muss auch sagen, ich würde lieber Auto auch lieber für ein paar hundert Euro weniger verkaufen. Aber im Prinzip das genau, dass es gefahren wird. Genau. Und dann aber halt in gute Hände abzugeben, gell? Also nicht jetzt irgendjemand dann. Ich glaube, ich sogar wieder nach Karlsruhe gegangen. Echt? Ich habe noch nichts gesehen. Lange Steinbach. Ah, okay. Er ist außerhalb. Ja. Schnett-City. Okay, okay. Und ich habe den Grüne schon wieder abgemeldet. Ja, Getriebeschaden. Schon so. Also bei dir läuft es jetzt so. Hier Wasserpumpe, Getriebeschaden. Was ist mit dem? Der steht halt. Ah, okay. Der sieht auch so halb tot aus. Nämlich. Das ist der zweite Thorsten, oder? Das ist ein plus beim Torsch ist er noch ein Tick schlimmer. Der hat dann noch die Gesundheit noch wo im Grab. Ja, jetzt gab es einmal Hand und einmal Knie.
Heiko! Kommst du mal kurz? Sorry, ich muss jetzt kurz unterbrechen. Ihr könnt nachher reden. Wenn ich nicht mehr film, vor sechs Motoren. Würde ich da auch trennen von dem einen oder anderen vielleicht? Von dem nicht. Das ist Ersatzmotor für den Grünen. Okay. Von dem nicht. Das ist Ersatzmotor für den anderen Grünen. Und dahinter stehen noch zwei. Da ist einer davon zum Verkaufen und ein Paket ist eigentlich schon verkauft. Den muss ich mal irgendwann noch umbauen. Also sag mal, sind kurz, du verkaufst gerade nichts. Ja, guck den einen dahinter, den wir dir hergeben. Okay, okay. Falls da einer nämlich nachfragen soll, weißt du? Ihr wisst ja. Aber da so ein netter 16V-Motor. Oh, 16. Neu aufgebaut. 1,8er. Können wir mal mit dem Wolle nochmal reden, ne? Was kostet ein Motor? Plus, minus ungefähr was? Mit wo? Kabelbau und allem. Wie wird sich das? Mit Getriebe, allem noch 2000. 2000? Okay. Aber neu gemacht. Und mit dem Rabattcode? Nee, alles gut. 1998. Ja, also, könnt ihr oder? Für 1979 kann man den auch verkaufen. 1979, aber plus Steuer. Genau. Okay, komm, wir gehen mal raus. Denn wir kommen jetzt mal zum Hauptteil des Abends. Foto. Essen. Also, was kostet, Heiko, was gibt's denn heute? Also ich hätte jetzt gedacht, wir fangen mit WD-40 Suppe an. Nee, Quatsch. Leckere Sache. Hähnchenbrustfilets. Mhm. Echte Merkes. Merkes? Ja. Von Frankreich? Ja. Okay. Sucuk. Aber die... Sucuk? Die aus der Türkei. Ja, genau. Lecker Salätchen. Gut. Dann freue ich mich, wenn du jetzt gleich am Grill stehst. Also Heiko, mega esse, die Merkes waren brutal. Jetzt muss ich mich kurz verewigen hier. Hier ist die... Die Klebewand hier auch noch. Achtung, da ist auch noch. Nebenkreuzsee natürlich. So. Wow. Das wir auch hier waren, wa? So, und ich mach das jetzt auch. Wohin? Ja, mach schön hier hin. Nice. Könnt ihr gerne mal abonnieren den Kanal, das ist ganz gut, gell? Instagram, YouTube und Facebook. Geile Felgen. Man früher immer auf der Polo drauf, die Small Felgen.
Bevor wir uns jetzt verabschieden, noch eine Zusammenfassung vom Saisonabschlussgrillen beim Heiko. Moin. Quietscht. Ich filme jetzt mit Schnupfen. Hier sehen wir Süßigkeiten, Fleisch, Wurst und Fleisch. Essen, Essen, Essen. Meine Karo sind hier nicht neu und Schuhe sind nicht neu, aber egal. Bester Aufkleber. Hyundai oder so, oder Toyota, keine Ahnung. Keine Ahnung. Toilette. Volkswagen. Volkswagen. Volkswagen erkennt man zwar nicht. Ich weiß, man erkennt es nicht, aber ich sag's einfach trotzdem für euch. Was mache ich hier? Volkswagen. 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 Ich weiß, meine Aufnahmen sind dumm, aber egal. Ciao. Marcel, denk dran. Mit dem Rabattcode Derby79 gibt es ja 79% auf alle Teile. Perfekt. Ich denke mal, wir kriegen den Laden heute noch leer hier. Ich hab gestern gesagt, heute verkaufe ich nichts. Jetzt habe ich heute zwei Teile verschenken müssen. Ach so, ja. Dann bin ich der Dritte. Das kann ich mir aussuchen, aber nur bis zum Essen. Verdammt. Also Heiko, wir sind am Ende des Abends hier angekommen, gell? Ja, der Ranze ist noch runter wie vorher, wo ich gekommen bin. Boah, die Merkes waren, also ich wage zu behaupten, noch nie so gute Merkes gegessen wie hier, gell? Also war richtig gut. Auch grille mal anders mit Holz, gell? Nicht mit Grillkohle, gell? Ja, also Heiko, ich möchte mich bedanken für den richtig schönen Saisonabschluss. Aber das sehen wir uns ja nochmal. Vielleicht ist auch noch irgendwo ein verstecktes Treffen. Oder mal donnerstags bei uns oder beim Christoph mal wieder. Oder wir haben vielleicht schon geplant, dass wir eventuell noch ein Glühweinfest machen. Aber das haben wir vielleicht auch noch geplant, wollen wir noch durchgucken. Also vielen Dank auch im Namen von meinen Kollegen hier. Gell? Gerne. Hier geht es trotzdem weiter auf dem Kanal, vielleicht nicht auf dem Treffen, aber es folgt noch einiges. Vielleicht besuche ich den Heiko noch mal im Winter. Wenn ihr wollt, dass ich das noch ein bisschen intensiver filme oder für einen neuen Rabattcode, könnt ihr gerne kommentieren. Dann komme ich ja wieder vorbei und dann gibt es wieder einen neuen Code für euch zum Einkaufen. Also macht's gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, 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 ciao. Hast gelernt. Heiko, bist angezogen? Können wir hochkommen? Ja, kurz aber. Wir zusammen ist dann was aus. Film mich nicht mit Schnupfen. Klappt? Ja, also, gib mal kurz bitte. Hallo. Und jetzt kann ich nicht schalten. Hallo. Das ist geheime Aufnahme. Ja. Na, du kannst halt mittags auch noch mit dem Polo dann. Meine Aufnahme war schlecht, gell? Ja, ich habe das Kabin. Bitte gehen!